So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play-Projekt Shantae and the Pirate's Curse. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass mir, dass ich ganz gerne, Dingsbums, Shuttle Town Plus, nee, komm, löschen wir alles mal. Und ja, wurde sich hier, nein, das wollte ich nicht spielen, wurde sich ja gewünscht. Och, jetzt habe ich es aus Versehen beendet. Ach, das ist doch doof. Auf jeden Fall, Shantae and the Pirate's Curse wurde sich ja gewünscht. Bild ist gleich wieder da. Hoffe ich zumindest. Ja, super. Und, genau, wurde sich ja gewünscht, dass wir das mal spielen. Und, das lösche ich nicht. Shuttle Town Plus. Was ist denn Shuttle Town Plus? Nee, komm, draufgeschissen. Und, ja, von da habe ich mir gedacht, machen wir mal Let's Play draus, weil ich auch so ein bisschen Lust drauf habe. Ich muss jetzt einfach nur das... Ach, Mauszeiger wird aufgenommen, das wollte ich eigentlich nicht. Na gut, normaler Modus, Piratenmodus, nein, ich mache den normalen Modus. Und der Piratenmodus, den kann man freispielen, wenn man das einmal durchgespielt hat, dann hat man die ganzen Items und allem drum und dran, aber das brauchen wir ja aktuell nicht. Und da wollen wir einfach mal gucken, wie es läuft. Sagt mir bitte Bescheid, wie ihr das Layout so findet. Natürlich werden ein paar Folgen im Vorhinein aufgenommen. Von daher, wenn euch irgendwas an dem Layout nicht gefällt, dann sorry dafür. Ich versuche das dann zu berücksichtigen, aber ich wollte mal ein bisschen was rumbasteln, dass auch was fürs Auge da ist. Wie gesagt, Risky Boots, Rotti Tops und Shantae. Jo. Der Böse wurde ja irgendwie schon mal versiegelt. Und der will jetzt halt wieder raus. Ja, meinen einzigen Platz als der wahre Herrscher. Das geht alles ein bisschen zu schnell. Ich habe jetzt mit der Einleitung ein bisschen verkackt. Und ja, das ist die Pixel, das Pixel-Dingsbums, Shantae in the Pirate's Curse. Keuch, ich hatte schon wieder diesen Traum. Ja. Es ist jede Nacht dasselbe, seit ich ein Mensch geworden bin. Stimmt, die hat ja ihre Magie verloren und ist jetzt ein Mensch und kein Genie mehr. Und trotzdem... was zur Hölle? Shuttle Town wird angegriffen. Ich bin zwar kein Genie mehr, aber es ist immer noch meine Pflicht, die Stadt vor dem Bösen zu beschützen. Ja, dann auf, Mädchen. Los, lauf. Sky, Bolo. Schon wieder ein Piratenüberfall. Schlimmer, es ist der Ammo Baron. Er verwandelt Shuttle Town in ein Kriegsgebiet. Ein Autotank, nur zur Sicherheit. Ein Autotrank, nur zur Sicherheit. Du hältst einen Autotrank. Es ist Zeit, dein Training auf die Probe zu stellen. Du bist jetzt ein Mensch und musst wie einer kämpfen. Hier, nehm ein Pickenball. Sie können es aus dem Inventarbildschirm aktivieren. Ich werde Sky schnell einholen. Alles klar. Du hältst einen Pickenball. Wunderbar. Bolo hat recht, ich kann es ohne meine Magie schaffen. So, wir haben hier, können hier mit dem Dingsbums. Hier haben wir das Inventar, Autotrank. Der stärkste Trank, vollständige Wiederbelebung, wenn man halt mal verrecken sollte. Und Pickenball schützt seinen Körper für kurze Zeit. Das ist so ein Ball, der um uns herum eiert. Und hier haben wir die Map. Und hier irgendwelche Schlüsselgegenstände. Brauchen wir aber aktuell nicht. Wir können springen und wir können mit unseren Haaren zuhauen. Das bedeutet, ja, wir müssen halt uns auch dementsprechend auch irgendwann... rüsten... dass unsere Haare mehr Damage machen. Aua, ihr elenden, bösen Lümmel. Dafür müssen wir halt Rubine sammeln und die Herzen halten uns bei. Wir sind noch nicht so schnell, was das angeht. Jetzt die Frage, ob die immer wiederkommen. Nee, ne? Da finde ich super, dass sie zurück... Ich muss erstmal wieder in das Spiel reinkommen. Aber ich bin da relativ zuversichtlich. So, hältst Fleischspießchen. Oh, lecker, Fleischspießchen. Oh, yum, yum, yum. Ich finde das... Stimmt, das Spiel fand ich ja recht cool. Weil die eigentlich... Was ist denn los? Oh, hurra, es ist Shuttle Towns Schutzgenie. Er ist hier, um uns zu retten. Es wird ernst, Bürgermeister. Ich kann nicht all gegen diese ganzen... ich kann nicht allein gegen die ganzen ammonische Armee kämpfen. Tu etwas. Aber du siehst doch, dass ich nicht kann. In einem Moment der Schwäche habe ich die Stadt an den Ammo Baron verkauft. Und dann das Geld für billige, fade Schokolade ausgegeben und alles aufgegessen. Was? Dann musste ich Wasser dreckig machen. Und als ich zurückkam, war er schon dabei einzurücken. Ihm gehört die Stadt, also kann ich ihn nicht fortschicken. Ah, vergiss es.
Magie oder nicht, ich bin ready to go. Ja, finde ich cool. Wie gesagt, ich mag Shantae. So als Spiel und eigentlich auch diese ganze Person und allem drum und dran. So dieses kriegen wir schon irgendwie hin. Ah, finde ich saugeil. Boah, du Elender. Aua, du Ratte. Achso, die kann ja krabbeln, stimmt ja. Ah, habe ich schon mal gesagt, dass sie mit dem Hintern wackelt wie mit dem Hund? Wuff, 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 wuff. So, wir können über diese Tage drüber. Es ist so ein schönes Jump'n'Run. Ich hoffe, das geht nicht ganz so schnell. Vielleicht so, keine Ahnung, nachdem wie lange ich die Parts mache. Oh, du Elender, Lümmel. Ah, weg mit den Lümmeln. Finger weg. Die wollen uns alle in die Wäsche. Das ist, können wir natürlich nicht zulassen. wie gesagt, bei Final Fantasy bin ich auch gerade am Aufnehmen. Also hier Final Fantasy Crystal Chronicles gibt aber ein Problem. An derselben Stelle hängt sich immer wieder die ROM und der Emulator auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis ich das mit Capture Card und mit Dixbums zusammengesetzt habe, liegt halt das Problem daran. Es ist halt, ein Gamecube-Spiel. Beziehungsweise, wie heißt's? Ja, wie gesagt, ein Gamecube-Spiel. Das bedeutet, es läuft über analoges Signal. Deswegen kann ich nicht einfach so eine Capture-Card reinhauen und Feuer frei, sondern ich brauche da noch einen Konverter und dementsprechend Kabel. Und dann muss ich gucken, ob das Signal so weit loskommt oder ob ich da das über einen zweiten Monitor separat laufen lassen müsste. Die Monitor habe ich ja, das ist alles kein Problem. Aber ich muss das halt alles nochmal ein bisschen testen. Deswegen probiere ich es mal mit dem Video-Grabber. Allerdings, aua, elender Lümmel. Achso, den kann ich nicht klatschen. Deswegen weiß ich halt nicht, wie ich das mit Video-Grabber-Cards... Wow. Wie ich das mit Video-Grabber-Cards halt hinkriege, ob die genug Datendurchschlagskraft haben, dass es zum Beispiel einigermaßen funktioniert und nicht ruckelt. Naja, deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimmst du Shantae auf. Steht sowieso auch auf der Agenda für die Leute, die meinen Stream verfolgen, wissen das. Habe ich ja gestern schon Bescheid gegeben. Und wie gesagt, haben wir ja schon mal einmal im Stream gespielt, aber so viele haben das nicht angeguckt. Und wie gesagt, extra für dich nochmal, Justin. Hat sie das ja gewünscht und deswegen habe ich mir gedacht, komm, machen wir es mal als Let's Play-Projekt, dann haben wir was auf dem Channel, was man sich immer wieder angucken kann. Und ja, komm, aber stimmt, wir müssen ja den Typen so ein bisschen ausweichen. Gleich macht Pump und dann kommen die runter. So, wir müssen eigentlich nur überleben, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ich habe das schon mal gespielt und deswegen nehme ich einfach mal ein paar Parts auf und gucke dann einfach mal, wie es läuft, wie es ankommt. Deswegen muss ich halt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, oh, das war knapp. Das sind 4 Stück. Wow, wow, wow. Ich würde sagen, hier haben es ein paar schon probiert und haben es verkackt. Ich weiß nicht, ob ich es 100% schaffe. Je nachdem, ich versuche es natürlich. Hey, du hast es geschafft. Alles klar. Mensch sagt, der Ammo Baron ist direkt vor uns. Gut, ich habe nämlich eine Nachricht für ihn. Direkt von meinem Haar an seinen Hintern. Okay, und versuch das noch etwas besser zu formulieren. Alles klar, gut. Ich versuche die Frauenstimme so ein bisschen nachzumachen. Klappt natürlich nicht immer, weil was Stimmlage und allem drum und dran angeht, bin ich nicht unbedingt der perfekte Stimmimitator dafür. Aber naja, kriegen wir schon hin. So, lass einfach durchlaufen. Die wollen uns nämlich alle an die Wäsche. Aua, oh, du elender Lümmelmann. Ach, du. So, lauf, Shantae. Wie die Augen zuhaut. Ey, wirklich wie ein Hund, der kurz vorm Zuschnappt. Wuff, 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 wuff. Oh, ich liebe das Spiel. Das ist lustig. Und hier, ich mag den Opa irgendwie nicht. Also der ist cool, der speichert. Ja, es hat ein wichtiges Gameplay-Element auf jeden Fall. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass der Opa die Shantae... Ammo Baron! Die Shantae die ganze Zeit verfolgt, ist ein bisschen gruselig. Richtig so, Jungs. Reißt den Kindergarten nieder und verwandelt ihn in eine Langstreckenkanone. Und das Altenheim noch eine Kanone. Ah, da wird richtig was draus. Mir kommen die Tränen. Hör sofort auf, Ammo Baron. Niemand macht aus den Senioren Waffen, solange ich hier bin. Kabumm! Ja, das wäre so eine richtige Merkel-Taktik. Wir lassen die Senioren einfach alle abschlachten und machen Kanonen draus und können die dann wieder weiterverkaufen. Merkel, Ferkel, Merkel. Kabumm, Jungs, das hätte doch nicht sein müssen. Ist sie hier, um auf meiner Siegesfeier zu tanzen? Ich bin hier, um dir den Arsch zu versöhnen und auf deinem Grab zu tanzen, Penner.
Dreimal jawohl, aber ja, das wird sie. Frechheit, wonach sehe ich denn aus? Du siehst aus wie eine Tänzerin, die man knuddeln mag. Keine Ahnung, eine Tänzerin, würde ich sagen, nicht? Ja. Siehst du, ja? Na, ja, wie auch immer, hör auf, unsere Stadt zu zerstören. Nach dem Gesetz der Fairness gegenüber übergewichtigen, schokosüchtigen Landbesitzern hat Bürgermeister Scuttlebutt 30 Tage, um den kompletten Betrag in Cash oder essbaren Zuckerwerk zurückzuzahlen, bevor du den rechtlichen Besitz beanspruchen kannst. Ha, lass mich mal sehen. Ihh, sie hat recht. Aber kein Winzling mit lila Haaren wird sich zwischen mich und mein glorreiches neues Imperium stellen. Peng, peng, lass uns tanzen. Oha, Emu Baron, jetzt geht's aber richtig ab hier. Feuer frei. Wenn ich mich so richtig erinnere, kann ich mich hier verstecken? Oh, du Ratte, du Elender. Yo, was ist das denn? Lümmel für Arme! Aua. Oh, ah, du Elender. Stimmt, genau, die... Aua. Stimmt, die... Der schießt ja Kanonen und die roten kann ich mit meinem Hart zu dem zurückschießen. Alter, man kann es auch übertreiben. Ansonsten kann ich nicht so viel machen mit dem. Oh, Mist. Ich bin gerade echt schlecht, ey. Ich verkacke hier voll. Normalerweise müsste ich das rausschneiden und zeigen, wie man es perfekt macht, aber pff, bin ich erstens viel zu faul für. Zweitens ist es dann eher so ein perfekt Compilation-Ding und nicht. Nein, warum treffe ich nicht? Oh Mann. Das fängt ja schon gut an. Oh, perfekt. Und jetzt drauf auf die Sau. Kann ich auch hier unten machen. Ah, Ammo Baron, ich klatsch dir mein Haar an deinen Hintern. Okay, wir müssen das anders formulieren. Aber die Chantea hat das ja gut gemacht. Ich versuch's gerade irgendwie so hinzukriegen, dass ich nicht ganz verfehle. Und mein Gesicht so einigermaßen ein bisschen wahre von mir. Jo, Graf, der Profispieler. Pff, am Arsch, der Typ ist so blöd zum Scheißen. Und verkackt beim ersten Boss ordentlich auf die Backen. Yay! Und drauf. So. Ich kann mich noch... es gibt eine Passage, kann ich mich noch dran erinnern, weil die war zum Heulen. Die werde ich 1000 Millionen doch verkacken. Alter, wie viel frisst der denn noch, ey? Endlich. Weg mit der Drecksau. Wie gesagt, ich wollte mal ein kleines Overlay raushauen. Und wenn einfach mal gucken, wie es ankommt, damit bist du erledigt. Vielleicht haue ich den Part heute noch raus, weil ich glaube, wenn ich das einmal anfange, das Spiel, dann haue ich das wirklich durch. Und dann ist ja auch ein recht kurzes Spiel. Nein, schau, was du mit meinem Panzer gemacht hast. Das war ein Geschenk meiner Mutter. Ja, ich will auch so einen dicken Panzer von der Mutti haben. Was ist das für ein Aufruhr? Es ist der Ammo Baron. Er will Scuttletown zerstören. Ich will meine Schokolade zurück. Nini, halt! Wer hat das gesagt? Oh je. Wer? Was? Es sind die königlichen Wachen. Die werden das in Ordnung bringen. Schutz Ginny, du hast deinen Angriff sofort auf Befehl von Squenlan Sultana einzustellen. Was? Ich? Pah, siehst du, das Gesetz ist auf meiner Seite, Püppchen. Wen nennst du hier Püppchen? Aber, er ist doch der... Für den Angriff auf den rechtmäßigen Besitzer der Stadt wird dir dein Status als Beschützer der Stadt entzogen. Du hast die gerichtliche Vorladung enthalten. Mädchen, freu dich doch nicht so dafür. Wie bitte? Du stehst hiermit bis zu deiner Anhörung im Sequin-Land-Palast unter Hausarrest. Dabei wird dir auch jede Art von Bewaffnung genommen. Noch einen schönen Tag. Ja, die nimmt ihr jetzt nicht mit. Sieht so aus, als bekäme jemand einen neuen Haarschnitt verpasst. Sie können mir nicht mein Haar wegnehmen, oder Onkel? Es ist alles, was ich noch habe. Tu erst einmal, was sie sagen. Aber was, wenn... Geduld. Ich gehe persönlich in den Palast, um die Sache zu klären. Versprich mir nur, dass du dich von Ärger fernhältst. Ich verspreche es, Onkel. Na gut, dann wollen wir mal. Dann müssen wir jetzt zu dem Palast. Meine arme Stadt. Ja, selbst schon, wenn du die für Schokolade verkaufst, du Spasti. Wir haben es vermasselt, oder? Was für ein Durcheinander. Dein Onkel hat recht. Wir sollten den Obrigkeiten vertrauen und auf das Beste hoffen. Ach du Scheiße, Moment! So, jetzt bin ich nur in die Sache hineingeraten. Ja, blöd gelaufen.
Die wollen der Chantelle ja so schöne lila Haare abschneiden. Das geht ja mal gar nicht. Und wir haben Hausarrest. Na, super.